So, hallo, schönen guten Nachmittag bzw. Spätnachmittag. Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar, das wir heute wieder für euch veranstalten. Heute haben wir ja neue Themen wieder drauf, beziehungsweise die Themen arbeiten mit der digitalen Plantafel. Wir haben die neue Funktion der digitalen Zeiterfassung mit drin. Also ja, lasst euch überraschen, was heute so auf uns zukommt. Ja, zunächst schon mal auch an alle Wiederholungstäter, die uns regelmäßig bei den Webinaren begleiten. Herzlich willkommen auch an euch. Ich sehe, dass wieder einige doch erfolgreich sich eingeloggt haben und unserem Webinar bzw. Online-Seminar, Entschuldigung, zugucken. Und ich möchte direkt noch mal kurz einmal zwei Sätze zu mir sagen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Dirk Steffen, ich bin einer der Gründer von Craftnote. Zusammen mit Gleb haben wir ja das im April 2017 gestartet. Ja, ich habe im Hintergrund wieder den Lars sitzen, der auch den Chatverlauf begleitet. Das heißt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, rechts vom YouTube-Video euch im Chat zu beteiligen. Lars wird im Laufe des Seminars oder des Online-Seminars entsprechend eure Fragen beantworten. Er wird nachher nochmal dazukommen und dann auch die Möglichkeit nutzen, quasi Craftnote entsprechend darzustellen und eure Fragen dann auch direkt zu bearbeiten. So, jetzt sieht es gerade so aus, wie wenn wir da ein kleines Problem, ein kleines technisches Problem hätten, beziehungsweise, nee, das sollte erledigt sein. Gut, ja, dann möchte ich einfach mal starten mit dem Switch in die Agenda rein. Ich gebe einfach euch mal meinen Bildschirm frei. Dann können wir da einfach mal reingucken. Und zwar geht es ja heute, wie gesagt, um das Thema vor allem der digitalen Plantafel in Craftnote. Wir werden nachher uns das Thema der projektbezogenen Zeiterfassung mit Craftnote angucken. Ich werde dann mal noch ein kurzes Video zeigen, und zwar über die geplante Funktion, was da noch ja, jetzt kurzfristig umgesetzt werden wird. Und zum Schluss werden wir noch mal auf die Fragen der Seminarteilnehmenden eingehen. Das heißt, da werde ich dann den Lars mit dazu nehmen. Und ja, nutzt einfach den Chat entsprechend fleißig und stellt da eure Fragen rein, wie das entsprechend bei euch aufkommt. Also keine Scheu, wir werden alle Fragen möglichst direkt beantworten, beziehungsweise dann auch in unserem Facebook-Kanal, in unserer internen Gruppe die entsprechenden Fragen beantworten, die wir jetzt vielleicht während des Online-Seminars nicht beantwortet kriegen. Ja, ich möchte dann direkt einmal weitergehen in die ja, Web-App, weil wir von hier aus entsprechend auch starten werden. Und zwar, ich gebe den entsprechenden Bildschirm frei, sodass ihr da einfach mal einsehen könnt, wie das aktuell aussieht. Und zwar, ich habe hier meine Projektstruktur, wie ihr sie aus den letzten Online-Seminaren bereits kennt. Ich habe den gleichen Musterprojektverlauf genommen. Jetzt sieht so aus, dass wir hier ja vor kurzem ein bisschen umgestellt haben. Das heißt, Ende Juli hatten wir hier ein bisschen umgestellt. Viele von euch werden zum Beispiel, also die Projekte auf jeden Fall auf der Seite sehen. Viele von euch werden gegebenenfalls die Aufgaben an dieser Stelle nicht mehr sehen. Dort ist so, dass das Aufgaben-Dashboard nur noch der Pro-Version quasi zur Verfügung steht. Das heißt, die Aufgaben einsehen bzw. die auch überwachen, das kann ich nur mit der Pro-Funktionalität entsprechend gestalten. Was neu dazugekommen ist, jetzt im August, und zwar ja irgendwo um den 12.8. ist zum einen der Button der Plantafel. Das wird unser erstes Thema sein, wo wir gleich drauf eingehen.
Und das zweite Thema, wo wir dann drauf eingehen werden, ist das Thema Arbeitszeiterfassung. Und zwar dieser Button, der ist Mitte letzter Woche mit dazugekommen. Wenn ihr diese beiden Buttons nicht seht, also das ist im Moment unabhängig, ob ihr in der Basic-Version, ob ihr in der Trial-Phase seid, in der Trial-Renewed-Phase seid oder auch in der Pro-Version, die bereits drin habt. Da sieht so aus, diese beiden, die sind für alle sichtbar. Einfach gegebenenfalls mal den Browser-Cache löschen. Grundsätzlich hier nochmal der Hinweis, wir sind bestrebt, dass unsere App vornehmlich oder unsere Web-App vornehmlich auf den Browsern Firefox von Mozilla und Google Chrome laufen. Edge läuft auch einigermaßen gut. Was auf jeden Fall nicht mehr funktioniert, ist der Internet Explorer. Da kann sogar sein, dass ihr nur noch weiße Seiten seht. Ja, ich möchte jetzt hier gleich mal in die erste Funktionalität reingehen und zwar in die digitale Plantafel. Da einfach mal kurz einen Switch rein. Wenn ihr die Plantafel aufruft, dann habt ihr hier zunächst einmal, wie ich jetzt bei mir auch, eine recht jungfräuliche Übersicht. Das heißt, hier ist im Prinzip noch nichts eingetragen. Was hier mit drin ist, sind zum einen die Mitarbeiter. Das heißt, das sind die Mitarbeiter, die auch in den Firmenangestellten angelegt sind, nach Name und entsprechend. Hier unten habe ich allerdings schon mal zwei Ressourcen mit eingefügt. Das heißt, hier Ressource einmal an Anhänger und zum zweiten an Mobilkran, den ich hiermit verplanen kann. Das ist also so zunächst einmal die Plantafel, so wie sie sich dann bei euch auch darstellt. Ich möchte mal kurz über die verschiedenen Abschnitte drüber gehen. Hier im oberen Bereich werden ja Projekte angezeigt, die mit Start- und Enddatum angegeben werden. Hier unten haben wir die Möglichkeit, einmal auf quasi Kategorien zuzugreifen, die ich zusätzlich Mitarbeitern zuweisen kann. Kommen wir gleich in der Planung noch mit dazu. Dann habe ich hier Kategorien, die ich den Ressourcen mit zuweisen kann. Dann habe ich hier links, Entschuldigung, rechts daneben die Möglichkeit, auf Projekte zuzugreifen. Hier werden dann die Projekte ebenfalls nochmal angezeigt, die hier im oberen Bereich nochmal an oder auch angezeigt werden. Hat den Sinn, wenn man viele Mitarbeitende hat oder viele Ressourcen da mit drin hat, dass man einmal auch die Projekte von unten hochziehen kann, weil oben die Projekte dann irgendwann nach oben weg scrollen. Ja, der Reiter Aufgaben, den haben wir momentan ja als Feedback Reiter mit drin. Das heißt hier die Möglichkeit, dass ihr uns ein Feedback geben könnt. Wie sieht's aus? Möchtet ihr die Aufgaben auch über die digitale Plantafel dort entsprechend mit verplanen? Wir haben im rechten Bereich noch einen orangenen Button mit dem Pluszeichen. Hier kann man einmal Projekte entsprechend mit reinbringen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich weitere Projekte mit reinziehen kann. Ich kann auf Ressourcen zugreifen bzw. weitere erfassen und kann auch auf die Mitarbeiter zugreifen. Das möchte ich jetzt am Anfang noch nicht gleich zeigen, weil ich zunächst einmal einfach nochmal einen Überblick grundsätzlich über die Plantafel geben möchte. Und zwar zunächst einmal sieht es ja so aus, viele unserer Handwerker und Handwerkerinnen, mit denen wir gesprochen haben, mit denen wir auch im 1:1-Austausch waren, haben entweder eine Magnettafel an der Wand hängen, beziehungsweise in irgendeiner anderen Form, vielleicht auch mit Steckkärtchen, wie sie ihre Projekte planen. Grundsätzlich denke ich mal an Kleinunternehmen, das vielleicht nur zwei, drei Mitarbeiter hat, das eine entsprechend überschaubare Anzahl an Projekten hat. Da wird es jetzt vielleicht noch nicht so spannend sein. Aber je mehr Projekte ich habe, je mehr Mitarbeiter und vielleicht auch Ressourcen ich verplanen darf, umso aufwendiger wird es halt, im Kopf das Ganze zu steuern. Und das ist im Prinzip der Sinn unserer Plantafel. Zunächst einmal sieht es so aus, dass ich eine Grobplanung eigentlich in den Projekten mache. Das heißt, wenn ich ein Projekt reinziehe, ich gehe jetzt einfach mal in meine Projektliste rüber, ich habe hier
in den Reitern Anfragen, Ausführungen und Abrechnungen, drei Projekte drin. Ich nehme jetzt einfach mal das Projekt Anfragen. Dort habe ich das Bauvorhaben Meier mit drin. Ich gehe hier rechts außen auf die Einstellungen und dann sehe ich, jetzt in dem Fall ist das Projekt vom 24.8. bis 28.8. geplant. Ja, geplant war es schon, aber irgendwie sind wir zur Ausführung nicht gekommen. Das heißt, ich muss im Prinzip die Ausführung in diese Woche letztlich mit reinziehen. Speichere das Projekt in dem Fall ab, sodass ich die Grobplanung hier schon mal mit integriert habe. Ich nehme jetzt als nächstes Projekt vielleicht auch das Bauvorhaben Meier Heizung. Das hatte ich auch vom 26.8. geplant. Ja, geplant in dem Fall genauso hätte das sein können. Das wird jetzt zur Ausführung kommen von Mittwoch, also vom morgigen Tag. Ja, dann werden wir, Entschuldigung, da ist gerade was verrutscht. Da müssen wir das nochmal entsprechend einplanen. Also Startdatum hatten wir gesagt, morgen. Und das Enddatum hinten, das wird irgendwann Mitte nächster Woche sein. Auch da gehe ich auf Speichern, dann habe ich im Prinzip schon mal meine zwei Projekte, die ich für diese Woche auch entsprechend verplanen kann. Und dann habe ich hier hinten nochmal ein Musterprojekt. Ich gehe jetzt einfach hier in das Bauvorhaben Meier Zeltdach mit rein. 17.8. bis 26.8. Auch da sind wir noch nicht ganz fertig geworden. Das heißt, da gehe ich im Prinzip jetzt auch und verplane das mal bis Mitte nächster Woche. Gehen wir auf Speichern. Dann haben wir die Daten entsprechend mit drin. Und jetzt switche ich wieder rüber in meine Plantafel. Und wenn alles richtig gelaufen ist, dürften oder sollten jetzt meine drei Projekte, die ich über die Zeit entsprechend geplant habe, hier auch mit auftauchen. Das heißt hier das Bauvorhaben Meier, das zweite Bauvorhaben Meier, das dritte Bauvorhaben Meier. So, zunächst einmal vielleicht ganz kurz nochmal hier zu diesem Switch oder zu diesem Button Mitarbeiter. Ich kann im Prinzip hier auf meine Firmenangestelltenliste greifen. Ich habe hier Ressourcen, die ich zusätzlich hinzufügen kann. Das heißt, wenn ich hier mal kurz draufklicke, möchte ich jetzt im Prinzip einen bestimmten, ja, ich sag mal, einen bestimmten Bohrhammer mit reinnehmen, weil das im Prinzip mein ganz schwerer ist. Den füge ich im Prinzip in die Liste mit hinzu. Dann habe ich den ebenfalls hier in meine Ressourcen mit eingeplant, sodass ich da direkt auch darauf zugreifen kann. Ja, jetzt sehen wir diese drei Projekte, die in dieser Woche drin ist, sehen wir gleichzeitig auch hier unten. Ich möchte hier unten aber jetzt vielleicht mal hergehen, bevor ich jetzt in die Planung einsteige. Ja, was könnte ich zum Beispiel meinen Mitarbeitern zusätzlich an Kategorien zuweisen? In dem Fall im Moment Urlaub und krank. Da ich aber einen Azubi bei mir mit drin habe, gehe ich jetzt im Prinzip her und sage, okay, ich möchte den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben oder bei Mitarbeitern auch die Ressource Berufsschule einpflegen. Und der Berufsschule gebe ich dann noch ein bestimmtes Icon. Was haben wir denn da? Ja, Urlaub ist mit Sicherheit nicht, aber wir nehmen einfach mal den Stift mit rein und fügen den bei den Mitarbeitern hinzu. Und so könnte ich jetzt im Prinzip auch hergehen und bei den Ressourcen, zum Beispiel bei meinen Fahrzeugen, Defekt, Werkstatt, ja, machen wir vielleicht hier auch noch kurz eine dazu. Und zwar, ja, so ein Werkzeug wird vielleicht auch das eine oder andere Mal verliehen. Das, bam, bam, machen wir den Schlüssel dazu. So, und dann habe ich das als weitere Möglichkeit eingefügt. Ja, und wenn das im Prinzip, ja, nehmen wir einfach die Farbe, die gelbe Farbe und fügen das ebenfalls hinzu. Gut, dann habe ich im Prinzip hier die Berufsschule mit drin. Ich habe bei den Ressourcen ebenfalls das Verliehen-Thema mit drin. Ja, das ist im Prinzip jetzt das, was ich hier entsprechend verplanen kann. Grundsätzlich, was zu unserem letzten Online-Seminar im Juli neu dazugekommen ist, ebenfalls in der digitalen Plantafel, ich habe jetzt Möglichkeiten, auch Teams zu bearbeiten.
Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, wer ist jetzt in welchem Team zum Beispiel drin? Ich habe jetzt hier zum Beispiel die fünf Mitarbeitenden. Ja, dann mache ich zum Beispiel jetzt einfach mal ein Azubi-Team. Das heißt, Azubi, man soll es auch richtig schreiben, genau. Da kann ich dann im Prinzip gleich mal meinen Ruben Schneider mit reinfügen. Dann habe ich vielleicht noch ein Team, das ist der Kundendienst. Da sind im Prinzip meine Kundendienstmitarbeiter drin. In dem Fall würde ich da den Max Weber auf jeden Fall mal mit reinziehen und den Michael Malberg, den packen wir ebenfalls, okay, mit in das Kundendienst Team mit rein. Dann kann ich im Prinzip jetzt hier diese eben, also schon in der digitalen Plantafel, wenn ich da dann noch fertig gehe, habe ich die schon in einzelne Untergruppen reingepackt. Was könnte ich noch für Untergruppen machen? Also ich könnte hier, da ich da die Möglichkeit habe, diese Gruppe auch einfach aus- oder einzublenden, um mir das vielleicht für die Arbeit entsprechend zu erleichtern, könnte ich zum Beispiel auch sagen, meine Projektleiter und Inhaber, die werden nie, grundsätzlich nie in Projekte verplant. Deshalb könnte ich zum Beispiel auch sagen, die nehme ich in eine eigene Inhabergruppe oder Projektleiter-Inhabergruppe rein, dann könnte ich die im Prinzip auch einfach ausblenden oder ausklicken. So kann ich mir das im Prinzip dann ebenfalls zusammenziehen. Ja, was mache ich jetzt mit meinen Projekten? Ich gehe im Prinzip her und gehe nach oben und ziehe mir jetzt mein erstes Projekt, das Bauvorhaben Meier, einfach mal bei dem Kundendienstmitarbeiter mit rein. Kundendienst habe ich sonst im Prinzip momentan keins am Laufen. Dann kann ich im Prinzip jetzt hierher gehen und sagen, okay, ich ziehe mir den rein zunächst einmal ja, bis einschließlich Freitag, also die ganze Woche, spielt das Bauvorhaben Meier, der Max Weber mit drin. Da ich weiß, dass er teilweise den einen Helfer mit brauchen kann, beziehungsweise ja, unseren Auszubildenden damit mit einspannen kann, nehme ich den da entsprechend mit rein. Jetzt weiß ich allerdings eins, unser Auszubildender, der hat Mittwoch, Donnerstag, Freitag seinen Blockunterricht. Das heißt, dem weise ich dann den Blockunterricht entsprechend oder die Berufsschule noch mit bei. Dann hat er hier, sehe ich, dass ich im Prinzip hier den Mitarbeiter sonst nicht einsetzen kann. Jo. Was haben wir sonst noch an Projekten hier oben? Ich habe das Bauvorhaben Meier Heizung. Das weise ich zunächst einmal einfach dem Max Meier zu. Der ist auf jeden Fall mal diese Woche vollends mit dem Projekt beschäftigt. Grundsätzlich gestern kann ich den im Prinzip genauso in das andere Bauvorhaben Meier mit reinnehmen. So kann ich im Prinzip einfach die Mitarbeitenden dann hier verplanen. Gut, jetzt haben wir hier noch das Zeltdach. Ja, das Zeltdach, das nehme jetzt ich mal mit in bei mir mit rein. Das beschäftigt mich auf jeden Fall mal bis zum morgigen Tag. Jetzt kommt es aber zu dem Fall, dass ich vielleicht auch noch ein Projekt, was ich vielleicht vorher schon mal verplant hatte. Ach so, den Michael Malberg haben wir ja hier noch frei. Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem machen. Also ja, wie das immer so ist. Wir sind in der Urlaubszeit. Wir haben den Michael Malberg, der im Prinzip komplett im Urlaub ist. Das heißt, der fällt für diese Woche für die Planung auf jeden Fall mal raus. Jetzt kommt aber irgendwo mal noch ein Notdienst mit dazu. Das heißt, ich habe jetzt auch hier Möglichkeiten, einmal zunächst einmal auf Projekte zuzugreifen. Das heißt, ich könnte hier jetzt im Prinzip ein Projekt, ein bestehendes Projekt aus meiner Projekteliste rausnehmen, das ich da entsprechend mit reinpacken kann. Das wäre also so die eine Möglichkeit. Aber ich habe auch eine andere Möglichkeit. Und zwar, ich gehe mal nochmal eins zurück, gehe hier unten auf den orangenen Button. Ich habe jetzt ein Projekt, das kurzfristig reingekommen ist, das aber nicht als Projekt so zur Verfügung oder beziehungsweise geplant ist, dann kann ich hier auch ein neues Projekt anlegen. Und das neue Projekt, Projektname, das ist jetzt Notdienst
Schulz. Dann findet das Projekt statt im September, und zwar am Donnerstag, und ist nur für den oder ist nur einschließlich bis Donnerstag zur Verfügung, beziehungsweise da mit drin. So, jetzt wird dieses Projekt dann auch hinzu, wenn ich auf jetzt hinzufügen gehe, wird das zunächst einmal hier oben als neues Projekt mit eingefügt. Gleichzeitig, da ich das einmal hier schon eingefügt habe und es als neues Projekt angelegt habe, findet das Notdienst Schulz dann aber auch gleich Niederschlag in meiner Projektliste. Und zwar, wenn ich in meine Projektliste reingehe, jetzt habe ich es in dem Fall nach alphabetisch aufsteigend sortiert, dann gehen wir hier rein, dann habe ich hier ebenfalls den Notdienst Schulz. Und wenn ich hier hinten in meine Projektdetails reingehe, sehe ich, der Notdienst Schulz, 3.9.2020, findet der dann auch statt. Das heißt, wenn ich hier unten aus meiner Plantafel dann hergehe und ein neues Projekt reinlade, so, jetzt haben wir gerade ein bisschen Ladehemmungen. Müssen wir das nochmal kurz aktualisieren. Kleiner Moment, wir haben es sofort. Dann haben wir hier wieder das Projekt Notdienst Schulz, wie gesagt, hier darüber angelegt. Und das kann ich jetzt im Prinzip mir zum Beispiel dann entsprechend zuweisen. Und dann habe ich es dort auch in der Form mit verplant. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ich habe in den Projekten selber habe ich die Grobplanung. Das heißt, ich gebe hier einfach einen Zeitraum vor, wann der stattfinden soll. Und die Detailplanung oder die Feinplanung direkt auf meine Mitarbeiter bezogen, die mache ich dann hier in der digitalen Plantafel. Und hier habe ich dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, okay, der Notdienst Schulz, der wird mich am Donnerstag mit Sicherheit nur bis Mittag tangieren. Dann habe ich das im Prinzip am Nachmittag erledigt und könnte jetzt am Nachmittag den Kollegen Max Meyer noch bei dem Projekt Meyer Heizung unterstützen. So kann ich mir dann im Prinzip das alles zu oder mit reinpacken. Gut, jetzt weiß ich, dass bei dem Zeltdach auf Garage ich noch was rückbauen muss. Das heißt, ich brauche den Hänger mit dabei und ich brauche aber gleichzeitig auch noch den Bohrhammer mit dabei. Mobilkran brauche ich jetzt in dem Fall nicht, aber ich weiß, dass der Mobilkran jetzt die Woche noch in die Werkstatt muss. Das heißt, meine Ressource Mobilkran kann ich dann den Werkstattbutton noch mit zuweisen. Das heißt, dann ist kann ich im Prinzip diesen Button da nicht weiter verplanen. Ihr seht auf der linken Seite, die Plantafel ist in der Beta-Version. Das heißt, hier sieht es so aus, dass wir die momentan allen zur Verfügung stellen. Das heißt, egal ob Basic-Version, ob Pro-Version oder Premium-Funktionalität ihr gebucht habt, ihr habt momentan kompletten Zugriff auf diese Plantafel. Da sind wir auch froh über über jegliches Feedback, das wir von euch kriegen können. Das heißt, wenn ihr da uns Meldung geben wollt, einfach hier über den Feedback-Button. Ihr dürft uns aber auch jederzeit gerne eine E-Mail dazu schicken. Wir sind froh um jedes Feedback, was wir kriegen. Und danach werden wir uns ein Stück weit orientieren, wie wir das weiterentwickeln. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist eine mobile Version. Das heißt, die dann mobil für die Tablets und auch für die Smartphones verfügbar ist. Wie sich das im Einzelnen dann darstellt, wer welche Ansicht haben kann, ob die
Projekte dann klickbar, bearbeitbar und so weiter sind. Das muss einfach jetzt die weitere Entwicklung zeigen. Das muss auch zeigen, was wir da an Feedback kriegen. Gegebenenfalls wird es da auch Wünsche geben, Verknüpfungen zu Kalenderfunktionen, vielleicht in der Ansicht, dass nicht nur eine Woche dargestellt werden kann, sondern vielleicht auch ein Monat oder ein ja, eigener Zeitraum, der gewählt werden kann. Das sind im Prinzip alles Dinge, die sammeln wir gerade und werten das entsprechend aus und werden das dann weiter verarbeiten. Auch wie die Abgrenzung in Zukunft dann für die Basic, Pro und Premium-Funktionalität aussehen wird, ist im Moment noch nicht entschieden, steht noch nicht hundertprozentig fest, aber das werden wir dann auch entsprechend mit eingeben. Ja, da kommen wir dann auf jeden Fall kurzfristig auf euch zu. Ich will von der Seite her direkt auch dann in die nächste Möglichkeit beziehungsweise in die nächste Funktion switchen. Und zwar haben wir hier dann die Zeiterfassung. Und zwar, bevor ich hier in die Arbeitszeiterfassung reingehe, würde ich zunächst einmal einfach rüber switchen in die mobile Lösung. Und zwar jetzt in dem Fall auf mein mobiles Endgerät. Ich gebe euch da einfach mal meinen Screen frei. Und zwar gehen wir mal rein auf das mobile Endgerät. In dem Fall ist es ein Android-Gerät. Ja, je nachdem, was ihr da nutzt, ist die Darstellung ein klein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen gleichen sich die Funktionen. Also ich gehe jetzt hier einfach mal in das Projekt Ausführung. Hier habe ich das Bauvorhaben Meier Heizung. Und jetzt, was neu dazugekommen ist, wir haben einmal den Nachrichtenbereich, das ist unser Projektverlauf, unser Projektchat. Wir haben nach wie vor unsere Dateien mit den verschiedenen Reitern, mit der Zugriffsverwaltung und so weiter. Und jetzt gibt es einen Bereich, den wir ein bisschen aufgeteilt haben. Der Aufgabenbereich ist quasi eine Ebene tiefer gerutscht. Wir haben hier die Möglichkeit, unter dem Link Arbeitsbereich einmal auf Zeiterfassung zu gehen oder auch auf Aufgaben. Im Bereich Zeiterfassung, beziehungsweise gehen wir zunächst mal ganz kurz rüber auf Aufgaben. Das kennt ihr ja schon, das hat nur ein bisschen ein neues Design gekriegt. Ich habe hier die offenen Aufgaben. Ich kann mir dann auch die entsprechend sortieren. Ja, das kennt ihr ja soweit. Und ich habe den Bereich Zeiterfassung. Hier seht ihr schon mal, es sind für dieses Projekt bereits zwei Zeiten erfasst. Vielleicht vorweg noch eins, und zwar zunächst einmal sieht so aus, unsere Zeiterfassung ist grundsätzlich projektbezogen. Das heißt, es muss, um eine Zeit zu erfassen, immer auch ein Projekt dazu verfügbar sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tätigkeit habe, die unter allgemeine Zeiten fallen, weil ich im Prinzip vielleicht das Gelände aufräumen muss oder mein Lager neu sortieren muss und da vielleicht das unter allgemeine Zeiten buchen möchte, dann legt einfach ein Projekt allgemeine Zeiten an und dann könnt ihr da auch die entsprechenden Daten einfügen, das heißt die entsprechende Zeiterfassung dort mit reinbringen. Wie sieht jetzt die Zeiterfassung aus? Wir haben zwei Möglichkeiten. Und zwar, ich gehe unten auf das entsprechende Plus drauf. Wir haben einmal die Möglichkeit, recht einfach über die Uhr, die hier dargestellt ist, die Zeit zu erfassen. Oder im zweiten die Möglichkeit, hier auch auf die manuelle Zeiterfassung zu gehen. Das heißt, hier greife ich dann auf die Kalender, ja, mehr oder weniger, oder so ein Kalenderrädchen zu. Hier kann ich den Tag einstellen, den Monat einstellen, die Uhrzeit und die dann immer in 5-Minuten-Schritten aufzeigen. Also das wäre im Prinzip jetzt hier die Darstellung. Ich gehe nochmal zurück auf die Uhr, weil das eigentlich auch die mir gefälligere Arbeitszeiterfassung ist. Das muss dann im Prinzip jeder entscheiden, wie er das gerne machen würde. So, hier auf der Uhr habe ich einen Startpunkt und habe einen Endpunkt und ich gehe jetzt einfach im Prinzip mit dem Finger, mit dem Daumen oder was auch immer hier vorne drauf. Ich habe jetzt im Prinzip meinen Arbeitstag heute um 7:30 Uhr gestartet und war für dieses Projekt bis 17 Uhr tätig. Das heißt, ich habe 9 Stunden in dem Fall, weil ich hier schon mal eine halbe Stunde
Pausezeit quasi abgezogen habe. Da ich aber eine Viertelstunde Vesperpause gemacht habe und ja, die Mittagszeit hat sich dann auch ein bisschen gezogen, bin ich dann nicht mehr bei einen Viertelstunden, sondern bei einer Stunde insgesamt, sondern bin schon bei anderthalb Stunden, die dann insgesamt an Pausenzeiten wegfallen. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die Arbeitsart zusätzlich anzugeben. Wenn ich auf Arbeitsart klicke, haben wir zunächst einmal zwei Arbeitsarten ja, mit eingegeben. Einmal wäre die Arbeitsart die Arbeitszeit oder auch die Fahrzeit. Als Inhaberrolle habe ich hier die Möglichkeit, das noch zu bearbeiten. Das heißt, ich kann neue Arbeitsarten hinzufügen. Eine neue Arbeitsart könnte die Rüstzeit sein oder je nachdem, was für ein Detaillierungsgrad ich hier hinterlegen möchte. Könnte aber auch sein, dass ich hier sage, okay, ich möchte die bezahlte Fahrzeit oder die unbezahlte Fahrzeit hier tracken oder dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe Nachweisstunden, die ich dann speziell abrechnen kann, die könnte ich auch hier von dem ganzen anderen Bereich ja, abgrenzen. Also hier als Inhaberrolle die Möglichkeit, weitere Arbeitsarten hinzuzufügen. Jetzt in meinem Fall möchte ich das als Arbeitszeit getrackt wissen. Und gehe jetzt her und habe hier unten Möglichkeiten, auch zu diesem Projekt jetzt nicht nur für mich, sondern auch für Kollegen zum Beispiel die Arbeitszeit einzugeben. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht nur sagen, okay, ich gebe für den Dirk Steffen die Arbeitszeit ein, sondern da ich jetzt der Vorarbeiter bin oder der Projektleiter bin, mag ich auch für die anderen Mitarbeitenden dann einfach die Zeit erfassen. In dem Fall nehmen wir den Max Meyer mit rein, für den ich hier die Arbeitszeit erfassen möchte. Und speichere das dann ab, beziehungsweise lege es zunächst einmal ab. Dann sehe ich, für wen habe ich die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit ist, oder die Arbeitsart ist auf Arbeitszeit eingestellt. Pause haben wir parallel gemacht. 7:30 Uhr bis 17 Uhr auf der Baustelle gewesen und kann jetzt im Prinzip diese neue Arbeitszeit ablegen. Hab dann jeweils die 8 Stunden mit drin. Ich sehe in meiner App direkt quasi, was für Zeiten sind auf dem Projekt gebucht. Jo. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur die Arbeitszeiten als einzelne Zeiten haben, sondern die möglichst auch zusammengefasst haben. Deshalb gehen wir im Prinzip jetzt mal her und gucken uns an, wie sieht denn das Ganze jetzt in der Zeitauswertung aus. Ich switch rüber in die Arbeitszeiten. Habe jetzt hier Möglichkeiten, mir das in unterschiedlichster Weise auch aufzeigen zu lassen. Zunächst einmal, bevor ich hier oben in die Filtermöglichkeiten gehe, gehe ich hier unten mal rein. Und zwar, ich habe hier, wird mir aufgezeigt, in welchem Ordner ist das Projekt, wie heißt das Projekt. Wenn die Arbeitszeiterfassung aus einer Aufgabe herrührt, habe ich dann hier die Möglichkeit zu sehen, in welcher Aufgabe wurde die Arbeitszeit erfasst. Wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen werden, haben wir ja auch die Möglichkeit, die Arbeitszeit in einer Aufgabe zu tracken. Oder ich kann hier sehen, in welcher Arbeitsart wurde die Arbeitszeit getrackt. Ich sehe hier, welcher Mitarbeiter war daran beteiligt, zu welchem Datum und was sind die geleisteten Stunden. Und aufsummiert, beziehungsweise hier zunächst einmal vielleicht noch die kleinen grauen Pfeile. Ich kann mir das auch sortieren lassen. Möchte ich es nach Arbeitsart, möchte ich es nach Datum, möchte ich es nach geleisteter Zeit oder möchte ich es hier vorne auch nach Projekt haben? Das ist im Prinzip eine Sortierung, die ich hier zunächst einmal vornehmen kann. Hier unten von den Einstellungen her, ich kann mir anzeigen lassen, wie viele Elemente, also wie viele Zeilen möchte ich hier sehen. Sind es 10, 25 oder 50? Und dementsprechend wird mir dann angezeigt, wie viele Seiten dort dann zur Verfügung stehen müssen. Gut, ich kann jetzt aber auch hergehen und filtern. Was habe ich für Filtermöglichkeiten? Ich kann zunächst einmal filtern, in welchem Projekt sind die Zeiten aufgeführt. Ich kann filtern, also hier
Welche Projekte möchte ich denn auswerten? Ich kann hier oben auch den Suchbegriff des Projektes eingeben. So, das wäre im Prinzip der erste Filter, den ich setzen kann. Ich kann hergehen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel nur meine internen Mitarbeiter sehen. Könnte aber auch sagen, ich will es ganz konkret von einem Mitarbeiter wissen, der in den Projekten drin ist, für den Zeiten getrackt wurden. Ich möchte es nur für diesen Mitarbeiter sehen. Oder jetzt in dem Fall habe ich nur eine Arbeitsart. Das heißt, hier wird mir auch nur angezeigt, welche Arbeitsart ich da drin habe. In dem Fall Arbeitszeit. Also hier könnte ein zweiter Button dann Fahrzeit sein, wonach ich auswerten kann. Und ich kann hier hinten zeigen, ich will alle Einträge, ich will nur die heutigen, die gestrigen, die der letzten Woche und so weiter, Benutzer definiert, vielleicht für einen bestimmten Zeitraum. Das sind die Zeiten, die ich angezeigt haben möchte. Ja, wofür verwendbar? Im Prinzip verwendbar, zunächst einmal umherzugehen und zu sagen, okay, ich möchte mal kurz drüber sehen, ob meine Mitarbeiter heute ihre Arbeitszeiten eingegeben haben. Dann gehe ich im Prinzip hier hinten rein, klicke nur meine internen Mitarbeiter an und klicke hier auf das heutige Datum und kriege dann angezeigt, okay, heute der Dirk und der Max beide 8 Stunden geleistete Arbeitszeit, okay, passt. Da sehe ich also relativ schnell, hat einer seine Arbeitszeit erfasst oder hat er sie nicht erfasst. Also hier unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann dann die Filter löschen, kann jetzt hier zum Beispiel wieder hergehen und sagen, alle Filter löschen, dann kriege ich wieder alle Arbeitszeiten aufgezeigt. Also so Auswertmöglichkeiten, die wir da haben, beziehungsweise die es da gibt, die man da entsprechend ja, selektieren kann. Grundsätzlich sieht so aus, dass wir auch hier in einer Beta-Version im Moment unterwegs sind. Das heißt, Beta-Version, da ist schon eigentlich relativ klar, wie da das Bezahlmodell dahinter aussehen wird. Also grundsätzlich sieht so aus, dass alle Zeiten oder alle User, egal ob sie in der Basic-Version sind oder in der Pro-Version sind, grundsätzlich alle Zeiten erfassen können. Das heißt, in der mobilen App die Lösung, die wir gerade gesehen haben, das heißt, die Zeiterfassung, die steht allen Mitarbeitenden zur Verfügung, egal ob sie jetzt die Basic-Version oder die Pro-Version nutzen. Was nicht zur Verfügung steht, sind dann die Möglichkeiten, die Zeiten der Basic-User in die Liste reinzukriegen. Das heißt, in der Liste zur Auswertung tauchen zunächst einmal nur Mitarbeitende auf, die die Pro-Version quasi haben. Das heißt, die Pro-Version gebucht haben, für die bezahlt wird, die tauchen auch hier in der Liste mit auf. Was als weitere Funktion mit reinkommen wird, ist definitiv hier in der Web-App auch die Möglichkeit, als PDF-Export oder auch als CSV-Export die Daten auslesen zu können bzw. ausgeben zu können und in einer anderen Software zu bearbeiten bzw. weiter zu pflegen bzw. weiter zu bearbeiten oder weiter zu geben. Also die Sachen, die sind im Prinzip mit drin. Ja, da sind wir momentan auch erfreut über jedes Feedback, was wir kriegen können. Das heißt, wenn ihr hier Feedback für uns habt, dann kommt gerne auf uns zu. Das heißt, dann können wir im Prinzip mit dem Feedback einfach die Funktionen erweitern. Ja, was es da dann Möglichkeiten gibt, ob es gegebenenfalls Eingrenzungen gibt. Also was definitiv auch kommen wird, ist die Möglichkeit, dass man von der Web-App aus noch Arbeitszeiten eingeben kann, dass man zum Beispiel einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die im Büro sind, ihre Arbeitszeiten zu einem Projekt zutracken können. Also da, das wird es als Ergänzung geben und das auch oder die Rollenverteilung, wer darf jetzt auch noch eine Arbeitszeit wie lang verändern, ob vielleicht ob es eine Einschränkung gibt, dass der Mitarbeitende im Prinzip nur seine Arbeitszeit eingeben kann, wenn die aber geändert werden muss, dass das nur die Projektleiter oder Inhaberrolle machen kann. Das sind im Prinzip alles Sachen, die wir jetzt im Weiteren mit einbauen werden, beziehungsweise da auch, wie gesagt, auf euer Feedback ja, hoffen, beziehungsweise da wünschen, dass ihr uns da möglichst viel Feedback gebt.
Gut, das mal so zur Aufgabe und was wir da entsprechend auf und zur Zeiterfassung und was wir da entsprechend mit drin haben. Ich switch einfach noch mal ganz kurz zurück auf die Agenda. Und zwar haben wir hier noch mal kurz unsere Agenda. Das heißt, Plantafel haben wir drin, die Zeiterfassung haben wir mit drin. Ich hoffe, dass da auch einige Fragen gekommen sind, die wir nachher vielleicht auch noch mal in der Runde klären können. Jetzt haben wir noch eine Funktion, die ich kurz anzeigen möchte. Da habe ich einen kleinen Einspieler, weil das eine Funktion ist, die wir jetzt gerade am entwickeln sind. Das heißt, die wird in den nächsten Wochen dann auch fertiggestellt werden. Und da switche ich einfach nochmal auf den Einspieler und sage da gerade noch ein paar Worte dazu. Und zwar ganz konkret geht es um die Funktion, dass ich die Möglichkeit habe, in der Web-App auch Formulare auszufüllen, zu bearbeiten. Das heißt, die editierbaren Formulare, die wir mit drin haben, egal ob die dann aus dem Projektverlauf oder hinten aus den Dateien kommt, das werden wir die Möglichkeit geben, die auch in der Web-App zum Beispiel schon mal vorauszufüllen. Das heißt, wenn ich weiß, okay, meine Mitarbeitenden, die haben das und das draußen geleistet, dann kann ich im Prinzip denen die Hilfestellung geben und das vielleicht schon mal vorausfüllen. Möglich wäre theoretisch auch, dass wir eine Funktion mit reinbringen, beziehungsweise wie man es gleich auch unten sehen wird in dem Einspieler, dass man hier mit unterschreiben kann auf dem Dokument. Das wird auch eine Möglichkeit sein. Was wir im Weiteren dann mit reinbringen werden, auch Möglichkeiten, dass ich direkt quasi die vorausfüllen oder vorausgefüllt dort einbringen kann. Also das wird eine weitere Möglichkeit sein, die ich da mit reinbringe. Dann kann man das, muss ich da mal genau was abbrechen. Das wird eine weitere Möglichkeit sein, die wir damit implementieren wollen, dass also auch vorausgefüllte Daten da entsprechend mit übernommen werden können. Also das ist eine weitere Funktion, die wir jetzt die nächsten Wochen dann mit rausbringen werden. Ja, und dann sind wir eigentlich mit unserer Agenda schon fast am letzten Punkt, beziehungsweise ja, wir sind eigentlich am letzten Punkt. Und da switche ich jetzt mal rüber und guck mal, ob der Lars schon mit dabei ist. So, da gehen wir mal auf alle und dann gebe ich mal die Q&A-Session entsprechend auch für den Lars frei. So. So, du hörst mich, du Herzlich siehst mich. willkommen, genau. Perfekt, genau. Jetzt ist es Zeit, dass ihr eure Fragen hier in den Chat platzieren könnt. Offen ist, glaube ich, aktuell nichts. Ich konnte dem Chat ganz gut folgen während der Live-Session. Vielleicht ist dir was aufgefallen, was ich vergessen habe zu erwähnen. Jederzeit gerne ergänzen. Fällt mir spontan tatsächlich nichts ein. Ich glaube, du hast sehr, sehr ausführlich das Ganze beschrieben, vor allem im Bereich der Plantafel. Der Carsten schreibt jetzt, trotz Löschen vom Cache habe ich die Zeiterfassung nicht im Bild. Da ist es tatsächlich vereinzelt gerade so, dass die noch nicht 100% unserer Nutzer angezeigt wird. Das wird aber in den nächsten Tagen folgen. Also da werden wir mit Sicherheit auch in unserer internen Facebook-Gruppe nochmal auf das Thema eingehen. Das heißt, wenn wir das gefixt haben, dann kriegt er auf jeden Fall von unserer Seite her da auch nochmal entsprechendes Feedback. Genau. So, was haben wir noch? Dann gab es eine Frage zur PDF-Auswertung. Also der Button, der wird erst noch kommen. Das bedeutet, die Möglichkeit gibt es heute noch nicht, sondern der Button für den Export der Arbeitszeiten, der wird erst noch folgen. Also aktuell gibt es nur die Ansicht in der Web-App, sodass man schon mal drüber schauen kann, man kann schon mal ausprobieren. Genau. So,
Der Adam fragt, sind die Kosten schon klar für die Plantafel und für die Zeiterfassung? Also auf die Zeiterfassung ist der Dirk vorhin schon eingegangen. Da ist es tatsächlich so, dass die Zeiterfassung wird auf jeden Fall Teil des Pro-Pakets sein. Die Plantafel ist noch nicht hundertprozentig klar, wo wir die platzieren werden, beziehungsweise wo sich die wiederfinden wird. Jetzt fragt der Adam noch, ob man dann pro Mitarbeiter bezahlen muss, genau wir zahlen oder rechnen pro Nutzer ab. Die Andrea Wittmann fragt nochmals darauf eingehen, warum die Basic-Nutzer nicht in der Zeitübersicht enthalten sind, wenn die Zeiten erfasst werden. Also die Basic-Nutzer, also grundsätzlich sieht es so aus, dass wir die Zeiterfassung, die digitale Zeiterfassung, schon als deutlichen Mehrwert auch für die Betriebe sehen. Und deshalb wird es so sein, dass wir die Basic-Nutzer, also die kostenfreien Nutzer, dass wir die nicht in der also in der Auswertung dort mit einbringen können. Beziehungsweise, ja, ich sage jetzt einfach auch mal brutal, irgendwo müssen wir dann halt mal einen Schnitt machen, wo wir auch noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Ich denke, wir stiften mit den Funktionen, die wir momentan schon drin haben, sehr viel Nutzen, die schon kostenfrei genutzt werden können. Und jetzt sind wir einfach auch an dem Punkt, wo wir dann vielleicht mal gucken müssen, dass ein bisschen Geld in die Kasse kommt. So, dann schreibt der Carsten, kräftigere Farben der Projekte in der Plantafel wären toll. Das können wir gerne so aufnehmen. Ist ja auch ein schönes Feedback. Muss man, nee, jetzt bin ich hier verrutscht. Kann man Basic- und Pro-Versionen mischen? Ja, kann man mischen. Da ist der Stand der Dinge folgender. Wenn man mindestens 4 Lizenzen für seine Firma gebucht hat, kann man unbegrenzt kostenlose Lizenzen hinten dranhängen, sodass man im Endeffekt die Funktionen bzw. die Lizenzen auch auf seine Bedürfnisse anpassen kann. So, können die Mitarbeiter in der App sehen, für welche Projekte sie beispielsweise in einer Woche geplant sind? Sie werden es spätestens sehen, wenn die mobile Ansicht verfügbar ist. Ne? Das ist ja das große Ziel eigentlich auch, dass die Mitarbeiter das Ganze auch unterwegs sehen können und dann werden sie da auch entsprechend Zugriff drauf haben. Einsicht bin ich mir gerade gar nicht sicher in der Web-App im Mitarbeiterstatus, Dirk, weißt du das? In die Plantafel haben momentan die Projektleiter und die Inhaber Einsicht, die Mitarbeiterrolle nicht. Das ist im Prinzip, Genau. da meine ich, der aktuelle Stand, genau. Ist im Prinzip auch nicht geplant, aber was man im Prinzip machen kann, was ich jetzt auch von vielen oder immer wieder höre, dass sie einen Screenshot einfach von der Plantafel aktuell machen und den Screenshot dann einfach als Bild in ein allgemein Projekt reinpacken, wo dann jeder Mitarbeiter aktuell jetzt schon sehen kann, wo bin ich diese Woche entsprechend verplant. Genau. So, jetzt schauen wir mal rein. Ist es möglich, die App offline zu nutzen und gibt es eine API? Dirk, das ist doch eine Frage für dich. Danke. Volle Breitseite. Ja, also wir haben die Möglichkeit, offline verfügbar die Projekte zu machen. Da würde ich einfach mal kurz über unser Bild nochmal und die mobile App nochmal kurz drüber schalten. Lars, du verzeihst mir, dass ich dich nochmal kurz in den Hintergrund setze. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, quasi, wenn ich in einem Projekt drin bin, habe ich hier oben die drei Punkte und da kann ich im Prinzip das Projekt offline verfügbar machen. Was heißt offline verfügbar? Offline verfügbar bedeutet, dass ich das Projekt dann oder in einem gecachten Speicher auf dem mobilen Endgerät werden dann alle Dokumente, die in dem Projekt oder mit dem Projekt verknüpft sind, als ja, Großansicht runtergeladen und dann habe ich die Möglichkeit quasi, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo ins Daten Nirvana fahre, wo ich also absolut keine Datenverbindung habe oder wenn ich zum Beispiel im Keller unterm Heizkessel liege, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit auf die ja, großen Bilder und auf auch die ganzen Dokumente zuzugreifen. Jetzt sieht so aus. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, was passiert dann mit Dokumenten, die da quasi mit reinkommen?
Auch wenn neue Dokumente mit reingeladen werden, zum Beispiel über die Fotofunktion, dann habe ich die Möglichkeit quasi, sobald ich wieder Datenverbindung habe, direkt die Daten dann auch in GraphNode wiederzufinden. Das heißt, die Daten werden dann direkt reingeladen und an der Stelle eingefügt, wie sie auch zeitlich dann aufgenommen wurden. Also das ist im Prinzip die eine Sache. Die zweite Frage war ja nach der API-Schnittstelle. Da vielleicht ein kurzer Ausflug nochmal auf meinen anderen Bildschirm. Ich gehe gerade noch mal einmal auf den zweiten Bildschirm und breche mal die Präsentation ab und gehe einmal hier rein. Und zwar, wenn man bei uns auf der Homepage, also unter www.craftnode.de reingeht, dann haben wir hier einen Link, und zwar der Link Handwerker Software Schnittstelle. Jetzt bin ich da mittendrin, da gehen wir mal ganz nach oben. Den Link findet ihr, wenn ihr auf unserer Homepage einfach auf Produkt und dann auf Schnittstelle geht. Und dann findet ihr quasi hier die Beschreibung der Schnittstelle. Wie funktioniert die Schnittstelle? Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, direkt aus der Branchenlösung über die API-Schnittstelle zum Beispiel Daten zu GraphNode zu transferieren, eventuell auch Dokumente oder Ordnerstrukturen rüberzuschieben und auch Dokumente, die in GraphNode quasi übertragen wurden, die dann vielleicht mit einer Unterschrift versehen wurden auf dem mobilen Endgerät, können dann auch über die API-Schnittstelle wieder an die Branchenlösung zurückgeführt werden. Wir haben im weiteren Verlauf hier unten schon mal den einen und anderen aufgeführt, mit dem wir diese Schnittstelle schon in der oder noch nicht ganz so weit ausgebauter Funktionalität betreiben. In dem Fall, ja, wie gesagt, sind es ein paar, die wir da schon mit drin haben. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch auf die Firma Grote, die eine Synchronisation zum Windows Explorer quasi verknüpfen. Auch da eine Möglichkeit, sich das anzugucken. Und wer jetzt feststellt, Mensch, ich möchte unbedingt, dass meine Branchenlösung da sich an die API-Schnittstelle andockt, dann gehe ich nochmal ganz runter und zwar in den Bereich häufig gestellte Fragen oder häufige Fragen. Wo finde ich die technische Beschreibung für die Schnittstelle? Da haben wir unsere Dokumentation offengelegt und den Link könnt ihr dann sehr gerne an euren Branchenlösungsanbieter weitergeben, sodass wir also hier die Möglichkeit haben, Daten in beide Richtungen auch zu synchronisieren. So, dann switche ich mal wieder zurück zum Lars. War jetzt ein bisschen Jawohl. ausführlicher mal wieder. Kein Problem. So, der Rainer fragt, bei der Erfassung der Arbeitszeit kann hier ein Fenster geöffnet werden, damit der Mitarbeiter seine Tätigkeit hinterlegen kann. Die Anforderungen haben wir schon definiert. Da wird es die Möglichkeit zukünftig geben, dass der Mitarbeiter da auch was dazu reinschreibt zu der Zeit, die er erfasst. Das werden wir so umsetzen. Dann fragte Daniel, die wichtigsten Dokumente wie Behinderungsanzeigen und Bedenkenanmeldungen fehlen in den Vorlagen. Könntet ihr diese noch einstellen? Das kannst du tatsächlich selbst tun unter dem Bereich. Also du gehst in der Web-App in die allgemeinen Einstellungen, öffnest dort den Reiter Firmenvorlagen und da kannst du die selbst einstellen. Ansonsten, wenn du sagst, hey, die braucht jeder, wir haben aktuell keine dieser Vorlagen. Kannst du die uns auch gerne durchschicken, dann können wir die bei uns im System hinterlegen und dann sind die auch perspektivisch für jeden neuen Nutzer verfügbar. Lars, ich switch gerade mal ganz kurz rüber in die Einstellungen. Also die Firmenvorlagen, die findet ihr in den Gerne. Einstellungen. Da könnt ihr jederzeit hergehen als Inhaberrolle, wird allerdings der Reiter nur angezeigt. Hier Firmenvorlagen mit eintragen. Da könnt ihr auch Ordner nochmal mit anlegen. Und die Vorlagen, die hier eingegeben werden, die stehen dann auch in jedem Projekt zur Verfügung. Das heißt, wenn ich dann im Prinzip in ein Projekt reingehe, ich nehme gerade wieder mein Lieblingsprojekt in Anführungszeichen. Jetzt hat sich die Sortierung bei mir gerade ein bisschen verändert. Ausführungen, Bauvorhaben, Meier, Heizung. Wenn ich hier hinten in den Dateienreiter reingehe, habe ich in der Pro-Funktionalität dann auch die Dateien vorgeschlagen, beziehungsweise den Dateienreiter mit drin. Jo, hier
haben wir die Vorlagen und diese Vorlagen, die ich quasi in den Einstellungen hinterlegt habe, tauchen dann jetzt auch hier mit auf und da kann man sich im Prinzip auch jederzeit selber entsprechende Vorlagen weiter mit reinnehmen beziehungsweise die Vorlagen dann entsprechend ergänzen. So, du wieder. So, dann liegt der Ball wieder bei mir. Wird die Plantafel auch ausdruckbar sein als PDF? Das ist meines Wissens nach Stand heute nicht geplant. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Dirk. Kann ich momentan keine Aussagen dazu treffen. Wie du vorhin schon gesagt hast, die meisten machen Stand heute einfach einen Screenshot, den sie dann den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Perspektivisch eventuell denkbar. Bisher kamen die Anforderungen aber ehrlich gesagt auch noch nicht allzu oft. Es sei denn, du weißt was anderes, Dirk. Momentan nicht, nee. Gibt es die Möglichkeit, eine Präsentation in der Firma mit dem Mitarbeiter zu bekommen? Grundsätzlich ja, das kannst du gerne anfragen, Thorsten. Entweder an den Dirk melden oder direkt zu mir. Also entweder dirk@craftnode.de oder lars@craftnode.de. Irgendwo wirst du rauskommen und wir werden das Ganze dann entsprechend bearbeiten. Wird die Plantafel auch mobil angezeigt? Die Frage haben wir vorhin schon beantwortet. In Zukunft ja, wird es eine Möglichkeit geben. Dann, hallo, in der Web-App kann ich den Reiter Zeiterfassung nicht sehen. Das haben wir vorhin auch ganz kurz beantwortet. Das wird in den nächsten Tagen folgen, sofern man sie heute noch nicht sieht. Ist es denkbar, Zeiterfassung an- und ausstempelfunktion erweitert wird? Da gibt es tatsächlich schon ein Design dafür und das ist sehr, sehr gut denkbar. Möchten wir in Zukunft tatsächlich auch umsetzen, wenn die Anforderung häufiger kommt beziehungsweise da ist in der Praxis. Habt ihr in Zukunft ein Programm wie Crewmeister? Kennst du dich aus mit Crewmeister, Dirk? Ja, Crewmeister ist im Prinzip schon ein Zeiterfassungssystem, das dann wirklich in die Lohnzeiterfassung reingeht. Also wo dann auch Zeitkonten gepflegt werden können, das heißt Überstundenkonten gepflegt werden können, Urlaubskonten, Kranktage und so weiter, das alles eingepflegt werden kann. Kurzfristig bis mittelfristig jetzt von unserer Seite in der Form nicht geplant. Das heißt, wir sind und bleiben im Moment eine projektbezogene Zeiterfassung oder werden die projektbezogene Zeiterfassung haben. Ob das, ich sag mal, perspektivisch irgendwann umgesetzt wird, kann ich momentan noch keine Aussage dazu treffen. Momentan sind da die Kollegen uns ein Stück voraus, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, was unser Ansatz zunächst einmal ist. Wir kommen aus dem Thema Kommunikation und Dokumentation und haben jetzt die Zeiterfassung noch mit angedockt. Und Crewmeister ist im Prinzip ein reines Zeiterfassungstool, so wie ich es im Moment kenne. Okay, dann schauen wir noch mal rein. Es lichtet sich so langsam. Der Stefan Grimm schreibt, er hat noch keine Antwort auf seine Schnittstellenanfrage bekommen. Das war vor 3 bis 4 Wochen. Stefan, hattest du die Anfrage bei deinem Branchensoftwarehersteller eingereicht oder bei uns? Das wäre da wichtig zu wissen. Wenn sie bei uns eingereicht wurde, dann werden wir das auf jeden Fall noch mal anstoßen, das Thema, falls da was runtergefallen sein sollte. Gegebenenfalls einfach an uns nochmal, entweder an dich oder an mich, nochmal kurz die Anfrage stellen und dann können wir uns auch nochmal drum kümmern. Genau, dann fragt der Markus Berg tatsächlich, ich bekomme keine Vorlagen angezeigt. Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen sind die Vorlagen nur den Pro-Nutzern vorbehalten. Das bedeutet, in erster Linie ist die Frage, hast du die Pro-Version oder bist du in der kostenlosen Version unterwegs? Und dann ist es eben so, dass die auch nur den Inhabern angezeigt wird. Wenn beides tatsächlich der Fall ist und du bekommst sie nicht angezeigt, gerne mal das Browserfenster mit Steuerung F5 aktualisieren. Und wenn es dann immer noch nicht angezeigt wird, dann gerne an unseren Support wenden. Dann wäre es tatsächlich ein Fehler unsererseits. So, die Andrea, die gratuliert uns zur guten Entwicklung und sagt, macht bitte weiter so. Nehmen wir gerne an. Das nehmen wir gerne an. Und vor allem geben wir es auch gerne an unsere Entwickler weiter. Ja,
Genau. Da freuen die sich auch, die Kollegen. Der Christian Lange sagt: Hallo, kann man Unterlagen wie Zeichnungen und so weiter, die auf Dropbox liegen, verknüpfen? Ein Ordner in der Dropbox zum Projekt in CraftNote, dass man aus CraftNote zugreifen kann und synchronisieren. Das ist nicht angedacht, da wir ja mit der Dateiablage quasi ein eigenes System dort anbieten. Der Dirk hat vorhin kurz angeteasert, dass es eben die Möglichkeit gibt, jetzt zukünftig auch mit MyCraftSync das Ganze mit dem Windows Explorer zu synchronisieren, aber dort die Daten nochmal in ein anderes System zu schieben, macht dann in dem Moment eigentlich für uns keinen Sinn an der Stelle. Dann schreibt der Maximilian, ich kann mich Andrea nur anschließen, wirklich starke Leistung. Auch da vielen Dank für das Lob. Das freut uns und natürlich auch die Kollegen im Hintergrund. So. Ja, der Markus Berg hat gerade nochmal geschrieben, ich bin Inhaber und noch in der Testung. Markus, ich habe die Bitte, schick mir einfach direkt mal kurz deine Kontaktdaten, dann würde ich mich morgen früh einfach kurz bei dir melden und dann gucken wir, wie wir das Problem behoben kriegen. Genau, dirk@craftnote.de, ne? Genau. Ja, ich denke, jetzt wird es langsam ruhiger im Projekt oder im Chatverlauf. Dann würde ich einfach sagen, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr dürft gerne weiter auch unsere Videos liken. Ihr dürft gern auch euer Feedback uns geben, uns Bewertungen abgeben in den mobilen Apps beziehungsweise ja, in den App Stores. Freuen wir uns über alles, was wir da entsprechend kriegen. Und bleibt uns gewogen und vor allem bleibt gesund. Herzlichen Dank an euch, vor allem auch für die Unterstützer, die wir immer wieder, was wir immer wieder feststellen dürfen. Ja, bleibt gesund. Herzlichen Dank nochmal. Bis die Tage. Macht's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.